Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio. Weiterhin mit meiner Möglichkeit Labor. So. Wir bleiben jetzt hier stehen. Und in dem Sinne sind die Behälter schon wieder leer. Weil die Produktion viel zu langsam geht. Ganz einfach. Das bedeutet, ich müsste eigentlich hier oben mir das Öl holen, ja? Dann könnte ich eigentlich schnuff, 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 hier eine Kreuzung bauen, schnuff, schnuff, schnuff und hier anschließen. Fertig. Und unten, das wird abgerissen. Das hier werde ich abreißen. Auch wenn das unendlich weiter produziert, ich sehe da keinen Sinn drin. Ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Ich sehe da null Sinn und hier ist auch gar kein Druck mehr auf der Leitung. Null Druck. Also das bedeutet, die ganzen Flammenwerfer haben auch gar kein Feuer mehr. Richtig. Klasse, Kevin. Klasse. Also das bedeutet jetzt, wir werden diese Pumpstation hier abreißen, weil es gar nicht mehr anders geht. Also wir werden das hier behalten für den reinen Verbrauch für die, ja, ihr wisst schon, was ich meine, für die Flammenwerfer, weil dafür brauchen wir es. Jetzt wird sich das nämlich wieder füllen. Wir werden hier einen leichten Druck auf den Dingens bekommen. Dadurch wird dann hier wieder Rohöl gefördert werden und du kannst erstmal Päuschen machen, mein Freund. Na, du machst einfach Pause, manuell, zack. Und dann spiel ein bisschen an dir rum und dann ist alles super. Ja. Aber wir können auch mal wieder gucken. Begleiterroboteranzahl. Arbeitsrobotergeschwindigkeit. Wir werden mal die Geschwindigkeit von den Arbeitsrobotern nochmal erhöhen. Das sind zwar jetzt schon 8000 für den ganzen Kram. Aber ja, was soll's. Eigentlich können wir diese ganze Mauer hier oben abreißen. Die ganze Mauer kann hier weg. Na gut. Sogar die innenliegende Mauer kann hier komplett weg. Na gut. Das müssen wir dann hier ein bisschen ändern. So. Absoluter Bullshit, was wir jetzt hier haben. Wen kommt das jetzt auch noch weg? Wie spät ist es denn jetzt schon wieder? Oh mein Gott, Alter, die Leute, die Zeit, Mann. Okay, wir brauchen hier oben trotzdem ein bisschen Strom für meine Flugzeuge. Meine Flugzeuge für meine Roboter. Wir verbinden den dann mit dem. Dann gehen wir hier lang. So. Weil wir ja den Kreis da jetzt abreißen werden. Und dann brauche ich mir um Strom keine Gedanken machen. Könnten wir eigentlich auch den runden Plan nehmen. Vielleicht können wir den dann abreißen. Ja, bis zum Ende. What the fuck, Alter, jetzt echt? Ja, warum nicht, ne? Naja, ich setze da gleich wieder Roboter hin, Leute. Keine Panik. Kann alles weg. Das ist so ein Bullshit hier alles. Oh, hier ist jetzt aber komplett Stromausfall.
What the fuck? Da haben wir denn jetzt gar keinen Strom mehr hier? Ich hab doch hier drüben Strom hingesetzt. Als Ausgleich. Der hat Strom, angeblich. Hier unten ist doch auch Strom. Hä? Jetzt haben wir ja überall Strom. What the fuck war das denn jetzt? Hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, finde ich. Na gut. Wieder kein Strom. Das kann doch nicht alles an einem Kabel gehangen haben. What the fuck, Kevin? So, den muss wieder dahin. So, dass wir hier wieder eine vernünftige Verbindung haben. Ja, genau. Leute, ich bin schon wieder am Ende mit meinem ganzen Latein hier. Zack, Anforderungskiste, zack. Zack. Sind aber eigentlich noch alle miteinander verbunden, würde ich mal hoffen. Militär, Munition 40, wie ich das weiß, haben wir immer gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Der kommt dann dahin. Gibt's hier echt nichts? Doch, hier sollte es eigentlich noch was geben im Umkreis. Sag ich ja. Wenn man sich hier den Rohöl anguckt, ist es hier auch nicht mehr so doll, ne? Nur mal so zur Info. Das ist gerade überhaupt alles nicht so witzig, wie ich mir das vorgestellt habe mit meinem Öl. Ja, die sind aber alle hier noch miteinander verbunden. Der Vorteil ist, dass wir jetzt hier Rohöl reinbekommen. Wieder ins System. Und solange wir hier Rohöl drin haben, haben wir dann auch Rohöl wieder bei den anderen Flammenwerfern. Wenn wir kein Rohöl haben, Leute, dann haben wir die Kacke am Brennen. Ganz einfach. Haben wir noch Pumpen? Die haben wir auch nie hergestellt, die Pumpen, das weiß ich. Dann bräuchte ich Stahl für. Okay. Ticke, 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 ticke. Okay, Ladies. Gehen wir mal gerade einen Schub. Ja. Und dann müssen wir hier oben einen kleinen Knick reinbauen. Erstmal müssen der ganze Wald weg. Nicht witzig, das ist nicht witzig. Witzig, witzig, tralalala. Heute ist Niklaus Abend da. Ja. What the fuck, hier oben habe ich nicht mal... Ach ja, das haben wir ja nicht gemacht, weil ihr ja gesagt habt, die können nicht vom Wasser kommen.
Aber ich bin der Meinung, wir sollten die vielleicht trotzdem anschließen. Weil hier oben ist doch ganz schön Action. Ja, hier haben wir auch angeschlossen. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, nur als Beispiel, guck mal, hier kommt fast kein Öl mehr an. Und das kommt jetzt nur an, weil wir gerade den Zug da stillgelegt haben und haben gesagt, nein, du produzierst jetzt bitte hierfür. Ja, das ist nicht schön. Und das ist, glaube ich, auch nicht die Idee dahinter. Und deswegen wird hier einfach, das wird auch nicht mit ins System eingespeist oder so. Dieses hier wird dann einfach nach unten gefahren. Wir müssen so viel Öl wie möglich wirklich dann produzieren. So, jetzt müssen wir mal gerade zählen. Was haben wir denn hier an Ölflächen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, wir müssen 15 Ölraffinerien herstellen. Na toll, wir können 12 herstellen. Weil, was fehlt uns? Rohre. Ja, das ist nicht so schön, ne? Wir hätten gerne noch ein paar Rohre. So. Ja, dann fangen wir mal an, hier noch ein bisschen das ganze Holz abzuernten. Oder abzuroden. Ey, mach doch weg. Hallo. Mein Gott. Ich will nicht. So. Sind ja eh nicht so viele. Ah ja, da macht doch den Baum weg. So. Okay, 12, 13, 14, 15. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die bauen, ne? Mal alles in die Richtung. Den machen wir mal nach oben. Das Ding muss weg. Da müssen wir uns 9 für platzieren. Ja, jetzt hat er dahin keine Verbindung. Okay, weißt du was? Wir setzen den dahin. Und den setzen wir dahin. So. Weiter geht's. Würde ich auch sagen, nach oben, nach oben. Nach rechts, nach rechts. Nach oben, nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Ich glaube, wir haben alle. So. Und dann hätte ich gerne... Wahrscheinlich können wir wieder keine herstellen, weil wir keine Startplatten, nichts haben. War ja klar. Gut, dann fangen wir mal an. So. 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 Und die Startplatten mal gerade fordern. Danke.
Ja. Dann hätte ich das gerne. Ja. Dann bitte so. Dann hätte ich das gerne. Dann braucht das Ganze Strom. So lang ziehen. Hier werden wir so. Ja, Mahlzeit, Kevin. Dann müssen wir mal gucken. Wir kommen mit diesem Zug. Ja, genau. Schnuff, 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 schnuff. Ich würde sagen, dass ich ja diesen Dock hier komplett wegnehme. Also dieses Gleis. Würde bedeuten, er würde von hier schnuff, 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 hier hoch, zack, dahin. Dann hier drüber. Kreis und wieder zurück. Okay. Also setzen wir einfach hier 10 Stück hin. Das geht ja gar nicht so, Kevin. War jetzt wieder sehr intelligent. Ich sage auch erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen. Tschüss.